Sommer, weil es ist ja schon ein bisschen Frühling, aber der Sommer ist ja noch viel besser. Und deshalb entführen wir Sie heute jetzt nach Brasilien und so ein bisschen, und da gibt es dieses Stück von Marco Valle, und das heißt Summer Summer. Und Sie spielen auch den Flügelhorn, also das ist kein Waldhorn, ja? Ein bisschen hier die Erklärung, das ist auch, gehört zu unserer Tätigkeit als Lehrkräfte dazu, das ist das Flügelhorn. Ja? Es wird oft verwechselt mit Waldhorn oder sowas, es klingt ein bisschen so, aber es ist doch das Flügelhorn. Die Agnes Trompete, wie immer so schön sagt. Viel Spaß bei Summer Summer. Thank you.
haben ja einen Botschafter in den Sommer geschickt, dass er möglichst bald schnell kommen soll. Dass wir die Kälte vertreiben. Portraits in Black and White oder Singaro und
wirklich ganz hervorragend am Klavier bei dem Stück begleiten. Freuen Sie sich auf den Singaro. Thank you.
auch wieder eine Komposition von Miles Davis. Und das wird, wie einige Leute schon gesehen haben, ich benutze die Trompete mit ein paar Effekten. Ja? Das sind sogenannte Schalldämpfer, oder das ist der sogenannte Harmonious, den Sound, den Miles Davis so berühmt gemacht hat. Und den werde ich jetzt auch benutzen bei dem Stück Blue in Green. Eine Mischung zwischen Daniel, Masuk und mir heute Abend, Matthias Beckmann. Viel Spaß beim Blue in Green mit dem Harmendämpfer und der Trompete. Das ist nämlich immer sehr wichtig, auch wenn wir hier ist Daniel gesagt haben, ist der Flügel auch bestimmt, sonst komme ich nämlich nicht. Aber er ist bestimmt, es macht wahnsinnig Spaß, hier und so zahlreiche Leute zu spielen. Klasse, danke fürs Kommen. Thank you.
Kirche. Den soll noch geben, wenn es zumindest mal früher so, heute nicht mehr so. Aber dennoch ist eine Nachricht zentral geblieben, was die Jazzmusik so auszeichnet. Denn die Jazzmusik kommt aus den Spirituals aus Amerika, meistens von der schwarzen Bevölkerung, den Farbigen auf den Feldern entworfen, so quasi erfunden. Und da gibt es ein besonderes Lied, das hat viel mit Kirche zu tun, weil die farbigen Leute, die klammern sich unheimlich an die Kirche. Oh Gott, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Leute, was ich auch sehr gut finde. Und da gibt es ein besonderes Lied, was gerade auch Ella Fitzgerald, die bekannte Jazzsängerin, bekannt gemacht hat. Und das heißt da, God bless the child. Also, Gott schütze das Kind. Das Kind, ja. Und die Kinder, die hier alle im Raum sind, das ist unsere Zukunft. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz besonders hervorheben, unser Filmteam, das ist der Tore Wentrop an der Kamera. Frau Rosenbrink. Die machen heute hervorragende Videos. Die beiden haben ein unheimliches Talent mit Videos machen. Und ich habe gesagt, da müssen wir die Shops ergreifen und denen ein bisschen die Shops ermöglichen. Und die können sich hier ein bisschen ausprobieren. Und das schon ganz gut, was sie machen. Also das hat schon fast Fernsehen gemacht. Also, aber zurück zur Geschichte. Viel Spaß bei Gott, bless the child, deine Martin am Piano und meine Wenigkeit als Gruppe am Flügel. Thank you.
Das ist aber auch alles, was die Leute hier vorbehalten haben. Ja? Also das Programm ist auch weg. Also da muss ich mich jetzt immer so ein bisschen erinnern, was wir aufgeschrieben haben. Das will ich schon spielen, die werden Danke. Ja, okay. Nein, Anna. Jetzt geht das Ziel mal gehen, dass auch das Wasser rauskommt. Weil sonst klackert das. Das sage ich meinen Schülern auch immer. Wenn ihr Trompete lernen wollt, dann seht wenigstens dafür zu, dass das immer auch leer ist. Also das mit dem Wasser klappen, ansonsten klingt das sehr gut. Das kann ich mir nicht vormachen. Das ist dann. Wir gehen in die Filmecke. Und zwar ganz speziell nach Italien, weil die Italiener sind dafür bekannt, schöne Filme zu machen. Und da gab es vor einer raumer Zeit, weil es ist schon echt lange her, das war den unheimlich legendären Film Cinema Paradiso. Das handelt von einem kleinen Jungen, der sich unheimlich für das Filmemachen, ähnlich wie bei Paul, interessiert. Das war damals so. Der Junge, der geht immer zum Kino und guckt sich da die Sachen an und trifft einen alten Mann, der ihm dann so ein bisschen auf die Sprünge hilft. Also der hat große Pläne. Und davon handelt dieses Stück und viel Spaß bei Cinema Paradiso. Also das ist das Liebesthema von Cinema Paradiso.
so. Wie Sie alle schon im Programmtext wahrscheinlich gelesen haben, da steht gar keine. Zumal, wenn wir uns für diese Konzerte anmelden, dann kommt immer die gleiche Frage. Matthias, schick doch mal ein Programm. Und dann kommt von mir immer die Antwort. Ja, wir wissen noch nicht so ganz genau, weil im Jazz ist das mal so, man stellt mal was rum und ist sehr viel von Spontanität geprägt. Und deshalb, ich bin auch totale Spontanität, also ich bin Spontanität in Person. Das ist auch meine Entwickler, man weiß bei mir nie, was passiert. Zum Beispiel, jetzt ist da so ein AR-Verstärker, das ist ein Verstärker und ich spiele die ganze Zeit unverstärkt, das klappt ja wunderbar. Aber dann fragen sich vielleicht so einige, warum steht ein Verstärker da? Und der Rainer ist da, ich bin da. Und da gibt es eine kleine Geschichte zu erzählen. Der Jazz ist voll mit Spontanität. Und da habe ich mir eigentlich überlegt, es wäre doch schön, so als krönenden Abschluss von diesem schönen Jazz-Nachmittag und auch dieser schönen Märchengeschichte mit der Harfe und der Flöte, nochmal einen besonderen i-Tüpfelchen draufzusetzen, so quasi die Kirsche auf der Torte. Und das, ich gehe auch mal auf viele Veranstaltungen und habe im vergangenen Sommer eine Sängerin bei einem Vokalfestival kennengelernt. Ich habe mir da so hingesetzt und habe da gehört. Und die hatte eine kristallklare Stimme, wie ein Engel. Und dann habe ich gedacht, bin ich hingegangen, habe mich vorgestellt. Und das war die Lina Chepenet aus der Ukraine. Und die Lina, die ist heute Abend auch hier. Spontanität und sowas zu vereinen. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir spielen ein schönes Stück und sie hat das Stück vorgeschlagen, Magic Violin. Ja? Die ist aber Magic Trumpet. Das Magic Trumpet ist dann schon ein anderes Stück. Ja, das spielen wir heute nicht. Wir spielen heute Magic Violin und zu diesem Stück, zu dem Inhalt gibt es Folgendes zu sagen, wie das in der Musik so ist. Geht es natürlich um die große Liebe. Es ist ein kleiner Geiger. Der sich wünscht und der spielt da vor sich hin. Das sieht eine schöne Frau. Und die verliebt sich unsterblich in diesen Geiger. So, meine Meinung zumindest ist, dass sie die Melodie nur für ihn geschrieben hat. Naja, so viel soll ich sagen. Der Rest ist für die freie Interpretation. Das ist die Trompete. Das ist das Klavier. Das ist Lina. Und Lina singt jetzt Magic Violin. Thank you.
das war Lina Schermett mit Magic Violin. Lina ist ein unheimlicher Michel Legrand-Fan. In einem Konzert, was der Daniel einspielt, und darf auch kein Stück von Michel Legrand fehlen. Und deshalb spielen wir jetzt das schöne Stück I Will Wait For You. Viel Spaß bei I Will Wait For You. Von Michel Legrand. Ich möchte noch mal kurz die Band vorstellen, für die dieses noch nicht
wissen, schon wieder vergessen haben. Das ist heute Abend nochmal am Klavier der Daniel Maso. Mein Name ist Matthias Beckmann, ich spiele Trompete und Flügelhorn. Und die Kirsche auf der Torte, das ist heute Abend die Lina. Lina schaut mir da auch an. Wir kommen zu unserem letzten Stück. Altes Feld. Viel Spaß. I don't care. I don't care. I don't care.
wenn das nicht rede. Ne? Neuerung, ich habe das nicht hoch. Aber ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, wir haben heute keine CDs dabei. Uns kann man aber wieder live machen am 20.04. bei der Werfekultur. Einfach mal eingehen, werfekultur.de. Das ist in Münster. Wer Lust hat, einfach vorbeikommen. Und da hinten gibt es aber noch CDs von der Vorgruppe, ja, von unseren Kollegen. Die wird sich sicherlich um den einen oder anderen Abend machen freuen. Des Künstlers und die freuen sich immer, wenn doch noch die ein oder andere CD gleich beginnt. Dann hat man nicht vergessen, die Nachwuchs da hinten, Paul Rosenring und Torge Winkhoff. Die werden verstärkt von Elena Ricciardo. Haben Sie das Konzert auf der Nachwelt erhalten lassen? Kommen Sie gut nach Hause. Schönen Sonntag.